Jeden Tag, ne? Jeden Tag ist irgendwo auf dieser Welt, ist irgendwo ein Krieg. Und die Leute, die es immer nur dann merken, dass Krieg ist, wenn sie irgendeine Werbeindustrie erreicht mit ihrem Antikriegsgehabe, ja, die ermöglichen erst, dass es Kriege gibt, dadurch, dass sie partizipieren an industriellen Vorgängen. Wer macht denn unsere T-Shirts, die wir bei Hennes und Mauritz für 8,90 Euro kaufen? Wer macht sie denn? Die, über die wir am meisten schimpfen, wenn es uns gerade in Kram passt. Ja? Die Chinesen. Aber wenn es um Tibet geht, dann ist China uns nicht gut genug. Dann ist China undemokratisch. Dabei ist China wahrscheinlich 100-mal so demokratisch wie die schwulen Tibeter. Oder Tibetaner. Man weiß ja nicht mehr, wie man es richtig sagt. Ne? Man weiß zwar, dass man für den Dalai Lama ist, aber man weiß nicht, ob es Tibetaner oder Tibeter heißt. So weit ist es dann doch nicht mit dem Interesse. Das ist ja ein Instant-Interesse, das man entwickelt, weil es gerade zur Zielgruppe gehört. Student, 28, Free-Tibet-Fahne. Dabei ist die Free-Tibet-Fahne in China hergestellt. Das weiß man aber auch nicht. Man weiß ja eh nichts. Man glaubt halt was. Halt die Fresse! Man glaubt halt alles. Man glaubt alles, was so daherkommt. Ja? Der Glaubenskatalog ist breit gefächert. Ist man 18, dann glaubt man auch, dass Tokyo Hotel heterosexuell ist. Ist man 26, hat eine Speckfalte, dann glaubt man auch, dass man mit einer Anti-Aging-Creme abnehmen kann. Ist man 45 und Mann, dann glaubt man auch, dass die Frau, die im Puff an deinen Schwanz sich begibt, wirklich Spaß dran hat. Halt die Fresse! Kann dieses Navi-System nicht hören. Ist man 55 und hat ein Navi-System im Auto, dann glaubt man auch, dass die Frau aus dem Navi-System ernsthaftes Interesse daran hat, mich hier nach Hause zu bringen. Dabei ist das auch eine Nutte. Die sitzt da und wartet, bis sie mir die nächste Anweisung geben kann. Die bestimmt mein Leben. Die bestimmt, wo ich langfahren soll. Ich will aber selber bestimmen, wo ich langfahre. Ich fahre jetzt hier raus. Jetzt rechts abfahren. Halt die Fresse. Ich bin rechts genug. Und dann für Tibet sein. Oder jetzt Georgien, Russland. Da weiß man doch nicht, für wen man ist. Früher, da haben die Georgier davon gelebt, dass die Russen ihre Unabhängigkeit akzeptiert haben. Und jetzt wollen die Georgier den Abchasen und den Ossetien und den Südossetien und den Nordabchasen. Ich kann diese Wichsnamen nicht mehr aussprechen. So viele Minderheiten gibt es mittlerweile auf der Welt. Jetzt wollen die Georgier denen verbieten, unabhängig zu sein. Und sind auch noch so doof, dass sie die NATO um Hilfe fragen. Ja, hilft die NATO irgendeinem Staat auf dieser Welt, der kein Öl hat? Die NATO ist doch nicht blöd. Die NATO ist eine anständige Organisation. Hast du Öl? Dann helfen wir dir. Du. Hast du kein Öl? Geh zurück in die GUS. Naja, aber für Tibet sein. Erstmal nach Tibet fahren und gucken, wie es da auf den Straßen aussieht. Ich kenne die Leute, die jahrelang von Indien geschwärmt haben. Und dann fahren sie in Ashram und nach einer Woche kriegen sie Durchfall. Weil die Realität in Indien nämlich anders ist. Die durchschnittliche Zahl von Bakterien, die sich in Indien auf einen Liter Wasser verteilen, ist wahrscheinlich millionenmal so hoch wie in Ostdeutschland. An Bakterien sich auf einen Quadratmeter Wohnfläche verteilen. Aber nach Indien will man, in Ashram, weil wenn man reich ist und Langeweile hat, dann fährt man in Urlaub nicht mehr in anständige Länder, nach Österreich oder in die Schweiz, sondern dann will man den Dreck sehen, den kultivierten Dreck möchte man sehen, aber schön im Vier-Sterne-Hotel wohnen, mit Wellnessbereich und Pool und abends mal ins indische Restaurant gehen, gucken, was die Kacker so fressen. Ja, ja. Aber dann für Tibet sein. Fahr doch mal nach Tibet. Fahr doch einmal nach Tibet. Guck doch, bleib doch mal eine Woche in Tibet. Man weiß ja, warum die Chinesen keinen Bock auf Tibet haben. Die Chinesen, die sind auch die schlimmsten Leute der Welt. Aber wenigstens sind sie nicht so schlimm wie die Tibeter. Die sind nämlich noch religiös dazu. Und Religion ist das Schlimmste. Religion ist sackloses Gedenke. Das rege ich mich so auf. Tibet ist eh nicht unabhängig. Und die T-Shirts kosten 8,90 Euro. Ich kann auch zufrieden sein.